Boah, ja, wie hat sich das Team entwickelt? Also erstmal ziemlich krass und ziemlich schnell natürlich. Also wir sind jetzt in den 6, 7 Jahren doch extrem gewachsen. Vince und ich haben das ja erstmal, ich würde sagen, fast 2 Jahre eigentlich alleine erstmal gemacht. Also Vincent war immer eher so ein bisschen dafür zuständig, die Sales-Aufgaben zu erledigen und Partner für unseren OMR-Podcast und unsere anderen Partner-Podcasts dran zu kriegen. Und ich habe die Podcasts geschnitten und ich bin super froh, dass es mittlerweile ja ein Team an, ich glaube mittlerweile 17 Audio-Producerinnen und Audio-Producern gibt, die das halt alle auch mal wirklich gelernt haben und auch wirklich gut können. Wir sind jetzt fast 70 Leute im Team, also es ist wirklich sehr, sehr stark gewachsen, gerade so in den letzten 1,5 bis 2 Jahren, und da sind wirklich viele tolle Menschen hinzugekommen, die uns wirklich sehr, sehr helfen bei der Entwicklung von Podstars. Und genau, haben sich so einzelne Teams herausgebildet, und uns ist die Kultur natürlich sehr, sehr wichtig. Es ist gar nicht so leicht gewesen in den letzten 1,5 Jahren durch Corona, weil man sich dann natürlich nur irgendwie beschränkt sehen konnte, aber auch viele neue Menschen hinzugekommen sind. Aber wir suchen jetzt natürlich sozusagen in den nächsten Wochen, Monaten oder auch immer, wann zwischendurch mal quasi die Möglichkeit war, das aufzuholen. Und es gibt hier Gruppen, wo irgendwie zusammen am Wochenende gebartigt wird, wo unter der Woche abends Beachvolleyball gespielt wird, Freitagabends, sofern es möglich ist, ist auch immer ein bisschen was los im Büro. Also da versuchen wir natürlich auch darauf zu achten und das zu fördern, dass halt so dieses Miteinander, untereinander sehr, sehr viel, ja, den Leuten einfach sehr, sehr viel Spaß macht, weil ich glaube, das ist einfach auch zu einer guten Arbeitsatmosphäre und auch zu einer effektiven Arbeitsatmosphäre für eine Firma dazugehört. Ich glaube, also trotz Homeoffice und so weiter, durch Corona natürlich auch, ist so das Büro auch trotzdem so ein bisschen unsere Lebensader. Ich glaube, man sieht es ja hier auch, also wir lieben das einfach hier im Office, alle auch in einem Raum zu sitzen und uns auszutauschen. Wir sind, ja, haben alle ähnliche Interessen und uns verbindet natürlich irgendwie die Liebe zu Podcast und zu On-Demand-Audio. Und ich glaube, das ist für viele, wenn die das dann sehen und herkommen in den Bewerbungsgesprächen, was hier so los ist und wie das hier so vibriert sozusagen, glaube ich, hat eine hohe Anziehungskraft.